MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moment, ich speichere ganz kurz ab. Ich habe nämlich keine Lust, dass das Spiel jetzt abstürzt oder so eine Scheiße. Ah, lol, da waren wir ja schon. Also, was heißt, waren wir? Da wollten wir eigentlich hin. Ich gehe ja jetzt hier nicht weg, das wäre ja Selbstmord für mich. Hier ist so viel Zeug noch zum Sammeln. Vor allen Dingen, da hinten ist noch ein Spawner gewesen, den muss ich noch irgendwie platt machen. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber hey. Hauptsache ich meinen Platz, oder? So, komm, komm, komm. Ah, falsch. Richtig, so. Einmal Platz machen hier. So, wunderbar. Boah, perfekt, Mann. Was geht denn ab? Von da kann nichts kommen, gut. Wow! So, auf Nummer sicher gehen jetzt. Alter Schwede, wie viele Diamanten wir jetzt gefunden haben. Auf einen Schlag vor allen Dingen. So, jetzt haben wir jetzt 10 Dias. Ist ja gar nicht penetrant hell. Zack, kaputt das Scheißteil. Und wenn du einmal hier drin hängst, dann ist aber dein Leben ganz kurz. Lecko mio, häng ich hier überall fest, hä? Oben kommt auch noch irgendwas. Level 25 jetzt schon. Einen guten versteckten Spinnen-Spawner hatte ich aber auch noch nicht gehabt. Das ist ja echt krass hier. Was? Was war das, ein Enderman? Ist da noch einer? Wo steckt das Vieh denn fest? Naja, war klar, dass ich nochmal einen gesickt krieg, oder? Musste ja sein. Lecko mio, hä, ist das hier ein Gewölbe? Naja, hey, wir haben immerhin 10 Diamanten gefunden, ne? Also das ist ja auch wieder so ein Kunststück, wo ich echt sagen muss, wir haben es geschafft, wir haben 10 Dias. Boah, und wenn ich jetzt verrecke, Leute, ich schwör's euch, ich werde brüllen. Ich werde den Todesschrei des Soldaten rausbrüllen, der mir beigebracht wurde. Ich habe ja genug Zeit, ihn zu üben bis jetzt. Ich habe keine Ahnung, wie er geht, aber falls es ihn gibt, werde ich ihn können. Nein! Oh, fuck, ich dachte, jetzt wäre mein Leben vorbei und ich müsste schreien. Weil ich habe noch nicht genug geübt. Oh, hier ist noch mehr Kohle. Ne, Eisen. Ha, habe ich da Diamanten gesehen? Nein, das war eine Täuschung. Fuck, Mann. Echt behindert. Ich dachte, da wären noch mehr Dingens hier. Ne? Das war nur Kohle. Was heißt nur Kohle? Hey, Kohle.
Aber Kohle kann ich echt nicht mehr sehen. Davon haben wir mittlerweile echt im Überfluss. Hier geht's auch noch lang. Geht's auch noch lang. Hier geht's noch lang. Ist ja gar nicht eckig und kantig hier. Danke, dass hier auch mal ein Ende ist. So, dann gucken wir mal, was wir hier so auf dem Rückweg mitnehmen können. Ich glaube nicht wirklich besonders viel, weil es sieht echt armselig aus hier. Obwohl, wir hatten schon Tage gehabt, wo wir gar nichts mitgenommen haben und haben gedacht, so, jetzt kommt nichts mehr und zack, hatten wir Dias. Was heißt Dias? Das war dann unser erster Diamant und mittlerweile haben wir jetzt irgendwie 10 Stück an der Angel und ich weiß gar nicht, woher die kommen. So, einmal Trockenlegung. Einmal hier langlaufen. Einmal hier reinlaufen. Hallo? Irgendjemand zu Hause? Nein, niemand. Freut mich zu hören. So. So ein bisschen Eisen. Dann war hier noch irgendwo Lapis. Hier geht's auch noch lang. Hier war irgendwo Lapis dazu. Da unten geht's auch noch lang. Schön. Ne, hier war Smaragd. War hier, genau. Bisschen Gold, naja. Ist nicht wirklich der Hammer. Dann geht's hier vor allem mal rein. Huey. Was ist hier? Nix. Gut. Boah, Herr, da tun einem die Augen weh vom ganzen angestrengten Gucken. Ich würde ja mal gerne wissen, wo das ganze Wasser kommt. Mal kurz hier beleuchten das Ganze. Natürlich, aus einem weiteren Gang, in dem wir waren, noch nicht waren, Entschuldigung. Boah, ich habe keine Ahnung, wo unser Haus ist, Mann. Eisenbarren, Brote, Samen brauchen wir nicht. Das ist Blödsinn, die nehmen wir nicht mit. So, jetzt gucke ich mal, habe ich noch Sticks? Nee, habe ich noch Holz? Nee, mache ich mir neues Holz für neue Sticks. Wahnsinn, hä. Das ist ja wieder Material, was wir hier rausholen. Da können wir echt Häuser von bauen. Edle Häuser. Lapis-Lazuli-Häuser, Smaragd-Häuser. Werden wir nicht können, aber egal. Irgendwann muss ich auch voll sein und wir müssen rauskommen hier aus dieser Hölle. Holz. Fackeln, nee, ich brauch, ja, genau das brauche ich. Oh, lecko mio. Ich werde hier auch nicht weiter jetzt aufbuddeln, ne? Also... Guck jetzt, dass wir die Hauptwege hier fertig haben. Und gut ist. Alles andere ist Zusatzarbeit, die können wir uns irgendwann anders machen. Wir wollen ja auch mal wieder oben an die ans Tageslicht, oder? Boah, der Kumio, geht das hier runter? Schläft mir die linke Hand ein. Gut, das ist ein Zeitpunkt, wo ich was trinken kann. Zack, 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 zack. Hallo, Herr Zombie, wie geht's Ihnen? Nur noch die Magenschmerzen, ich höre es, ja, ist nicht so lustig, glaube ich. Eisen, 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 Brote. Das war jetzt der dritte Kanister, den wir finden. Zack, zack. Ey Leute, wir finden unser Haus nicht mehr, ne? Und wenn das passiert, dann hört ihr auch den Kriegsschrei. Hey Kollegen, wohin wollt ihr? Hier oben steigt die Party, komm. Da unten ist echt scheiße, dass ihr da seid. Da sehe ich euch nicht. Ein bisschen Kontrolle müsst... Das ist ein Witz. Noch mehr? Ist es denn möglich, noch eine Truhe zu finden? Das ist doch
Echt Wahnsinn. Wow, Creeper. Thanks für was auch immer du getan hast. Ja, so langsam sollten wir echt auf das Wesentliche konzentrieren. Unsere Taschen dürften langsam voll sein. Ja, eindeutig. Also wir platzen bald. Wir haben nicht mehr viel Volumen. Wir müssen bald nach oben. Also konzentriere ich mich jetzt momentan mal auf das Wichtigste, wenn ich überlege, ich habe hier jede Menge Stacks voll. Moment, ich kann hier mal eine Grube machen, wo ich was reinwerfen kann. Wie Knochen, das hier, Erde, Faden, so. Rottetes Fleisch, what the fuck. Kommt das wieder raus. So. Sonst eigentlich nur noch das hier. Zack, kommt da ein Deckel drauf und gut ist. Kann ich auch nichts mehr aus Versehen mitnehmen. Das hier ist echt mal übertrieben. Vor allen Dingen ist das ja auch nicht mehr lustig. Wir haben wirklich Gänge jetzt schon gefunden. Das ist echt Wahnsinn. Sowas habe ich noch nie erlebt. So ein riesen Gebilde hier. Ja, da guckst du doof, ne? Zack, bist tot, hä? Ist doch ein Witz. Hier geht's auch noch lang. Aber ich glaube, ich hatte da was gesehen. Wenn ich mich nicht irre. Wo ist das Wasser? Fuck. Jetzt finde ich das natürlich nicht mehr. Doch, hier ist es. Da ist nämlich auch noch eine Truhe. Naja, ist jetzt nicht so der Hammer drin, aber hey. So, den hatten wir ja auch geleert. Haben wir den schon mal ein bisschen kaputt hier. Ich bin froh, dass wir eine Diamantspitzhacke haben. Spitzhacke haben. Alle anderen hätten wahrscheinlich jetzt schon den Geist natürlich aufgegeben, weil es viel zu viel wäre. So. Oh, hier ist mal Ende von der Seite zumindest. Wahnsinn. Dann machen wir den Gang schon mal komplett zu, würde ich sagen. Dann kann ich da auch nicht mehr reinlaufen. Wo ist das? Da ist auch noch irgendwas. Hallo, komm. Ist auch noch so eine Truhe. Hier geht's auch noch lang. Ach du Heilige. Wäre natürlich auch mal cool, wenn irgendwo ein Weg rausgehen würde. Dann könnte ich ganz kurz raus. Ich weiß, wo ich reinkomme. Wisst ihr, was ich meine? Aber hier führt ja momentan eher alles in die ewigen Tiefen, als statt immer weiter nach oben, irgendwie. Nein! Ah, du Hurensohn, hä? Gut überrascht hast du mich. Irgendwo muss es doch auch mal wieder nach oben gehen. Gut, wir gucken mal. Okay, auf gut Glück forschen wir uns mal nach oben. So ein schönes Auffangbecken machen. Dass wir auch gut hochkommen. Und ich hoffe einfach, dass echt nichts schief geht. Puh, puh, puh. Das überleben wir nicht, oder? Schaffen wir das? Wir sind mitten im Meer. Das ist doch jetzt ein Scherz. Ach du Scheiße, wo sind wir hier? Nein! Fuck. Okay, wir haben schon mal Kühe gefunden. Das war eigentlich der Beweggrund überhaupt, wofür wir losgegangen sind.